Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute mal. Und zwar looten wir heute mal meine Levelfarm, die ich jetzt ein bisschen laufen lassen habe. Gucken wir mal, was dabei so rauskommt. Ich werde euch in einem anderen Video nochmal genau erklären, was ich hier für Farmen hingemacht habe und was das hier jetzt alles betreibt und was ich hier eigentlich noch vorhabe mit den ganzen Farmen, die ich hier hingebaut habe. Weil ihr müsst wissen, ihr seht ja schon rechts 128 Spielstunden. Das letzte Mal, wo wir, glaube ich, gesehen haben, hatte ich 50 oder 70. Da hat sich schon einiges getan, Leute. Und zwar ist jetzt hier in jedem von den Dingern erstmal Farbe, was geschmolzen wird. Kakteen halt, kennt ihr sicherlich. Mit Bambus verbunden heißt, ich habe Bambus in Kaktusform erstmal. Wie gesagt, dazu kommen wir nochmal in einem anderen Video. Aber was wir jetzt machen, ist einfach, wir nehmen das hier jeweils immer raus. Und hier unten ist überall auch in den meisten gefüllt mit Farbe, mit grüner Farbe. Sprich, ich kriege die Level von all den Dingern, die hier geschmolzen sind und von dem. Und von dem, was hier geschmolzen ist. Und das habe ich mehrmals aufgestellt. Wenn das jetzt einmal alles voll wäre, wären das um die 80 Öfen, die man lernen könnte. Ihr könnt euch auch, das wären dann irgendwie 40 Doppelkisten an der Farbe. Das ist schon einiges, Leute. Was hierbei rumkommt. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, warum zum Beispiel in manchen Öfen zwischendrin einfach hier kein Kaktus reinkommt. Oder kein Bambus, obwohl ich das richtig verkabelt habe. Ich habe alle Trichter in die Richtung gemacht und hier so eins immer nach unten. Eigentlich müsste es über reingehen. Können wir gerne mal in den Kommentaren schreiben, warum das ist. Auf jeden Fall. Looten wir jetzt hier erstmal ein bisschen. Wie ihr schon sehen könnt, 32 Level beim ersten. 44. 51. 58. Wir machen das jetzt mal so lange hoch, bis ich hier verloren habe. So. Eigentlich wäre schlauer, das immer wieder von neuen anzugehen, weil jedes Mal, umso mehr Level ich halt hier verbrauche. Wie ihr sehen könnt, jeder Ofen ist jetzt hier eigentlich so gut wie befüllt. Das heißt, wir haben jetzt schon, wenn alle Ofen eigentlich mal drin wären, wir haben jetzt schon 110 Level. Jetzt geht das immer nur noch um 3 hoch. Heißt, ich würde mit jedem Ding, was ich hier kriegen würde. Gut, das waren jetzt erstmal nur ein paar Öfen, wie ihr sehen könnt. Hier hinten wird gerade noch geschmolzen. Wir sehen könnt, wir haben jetzt gerade mal, ich würde sagen, vielleicht 20 Öfen in der. Und ich habe 113 Level. Jetzt rechnet euch das mal auf 80 Öfen aus. So, ich bekomme ja ab einem bestimmten Zeitpunkt bekommt man ja immer nur noch 3 Level hier dazu. Sprich, ich bekomme für jedes Ofen ein Buch, was ich auf Level 30 enchanten kann. Rechnet euch mal durch, wenn das alles voll ist. So, ab dem ersten Ofen 30 kann ich 80 Bücher verzaubern, Leute. Ist einfach overpowered nach meiner Ansicht, wenn man hier dafür einfach nur stehen muss, ein bisschen AFK und das voll gemacht wird. Natürlich ist meine Kaktusfarm und meine Bambusfarm noch nicht am optimalsten, dann würde das hier, denke ich mal, auch noch viel, viel schneller gehen, das Schmelzen. Aber ich habe jetzt hier wirklich nur gestanden. Den ganzen Tag habe ich ein bisschen in meinem Farm gebaut, ein bisschen AFK gestanden, habe hier 113 Level gekriegt. Was wir jetzt auch mal machen werden, wir werden die Farbe erstmal ganz kurz auf mein erstes Plot bringen. Eben mal schnell weg und dann werden wir verzaubern gehen und gucken, was wir so auf die Bücher rausbekommen. Und ja, mal sehen, Leute. Bücher haben wir mit dabei, denn ja, zaubern, also wenn ihr auf der 1.16 geht, würde ich euch die Farm ans Herz legen, wenn ihr jetzt nicht so ein kranker Motherfucker wie ich seid, der wirklich gar keine Zeit hat und der wirklich viel Zeit hat, wie in Ferien und einfach nichts zu tun hat, könnte die Farm bis zum geht nicht mehr hochbauen und wirklich alles machen. In der Zeit könnte man aber auch zum Beispiel was anderes machen und zwar einfach nur farmen gehen. Mit ein paar anderen Tricks kriegt man da viel mehr Geld bei rum. Aber mir geht es ja nicht um das Geld, mir geht es einfach wirklich nur um die Level. Natürlich auch teilweise ums Geld, dass ich das wirklich auf lange Sicht so eine gewisse Einnahmequelle habe, die ich einfach, wo ich mich einfach hinstellen kann, die für mich Level generiert, wenn ich welche brauche. Und das auf lange Sicht einfach nur eine gute Einnahmequelle ist, wo ich sagen kann, jo, ich krieg, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier die ganzen Bücher verzaubere, sagen wir mal, kriege ich für die 100 Dias und dann ist das fein für mich am Tag. Das wäre halt schon nice. Einfach so ein passives Einkommen, wenn man das. Glück des Meeres braucht keiner. Zerläufer, auch nicht schlecht. Hallo? Warum macht denn der das jetzt nicht? Dumm.
Mach doch Wasserläufer drauf. Okay. Würde, wenn ich jetzt so. Option. Ja. Anscheinend irgendwie nur gehakt. Feuer. Ach so, ja. Feuerschütze. Das ist keine Schärfe. Nimm es doch dieser Fieser. Rückstoß. Nichts Gescheites dabei, wirklich. Feuer 3. Zug. Effizienz 4. Ich glaube, das macht sich viel besser mit Werkzeugen. Schon wieder. Das ist halt ganz kurz. Durchschuss halt. Schutz. Explosionsschutz. Schärfe. Ich mache das jetzt einfach nur aus Büchern mit Spaß, um euch das mal zu zeigen, wie überhaupt das mit der Farm funktioniert und was man hier wirklich so rauskriegt. Am besten, ich würde euch das ans Herz legen, mit Werkzeugen zu machen. Da kriegt ihr halt wirklich, bei Spitzhacken kriegt ihr da recht gut aus, die ihr dann halt auch besser verkaufen könnt. Anstatt wie ich jetzt hier einen Haufen Bücher zu verzaubern, wo irgendwelche Verzauberungen wie Bannen oder Durchschuss rauskommen, die gefühlt kein Mensch braucht. So. Aber was ich mir zu. Na gut, das sage ich im anderen Video, was ich mir noch überlegt habe, was ich mit den Büchern auf jeden Fall noch machen werde. Mit Kündigungen. So, Stärke schon mal nicht schlecht. Oder? So, das war das letzte Mal, dass ich das jetzt verzaubert habe. So, dann. Hier bringen wir die Bücher jetzt noch weg, Leute. Bringen wir die. Da muss ich ihn wirklich frei. Naja, das mache ich gleich. Auf jeden Fall. Wenn euch dieses kleine Video zu meiner XP-Farmung gefallen hat, ihr habt ja gesehen, da gibt es ja noch ein viel größeres Volumen, was ich jetzt machen könnte, wenn wirklich mal ich meine Farm hochbaue und nicht faul wäre und halt Netflix gucken würde. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.